Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen Snapshot Review zum neuesten Minecraft Snapshot, der heute gerade rausgekommen ist, und zwar zum Snapshot 12W36A. Es hat ziemlich viele kleine, aber coole neue Sachen im Game, auch zwei, drei grosse Sachen, und die zeige ich jetzt mal. Als erstes gerade mal, wenn ich hier raufkomme, seht ihr hier, habe ich hier die Mobheads platziert. Das sind einfach so Köpfe. Also Rare Drops, die die Monster droppen, wenn man sie killt, sehr selten. Und die kann man dann so, einfach so, ja, herplatzieren halt. Und sie verhalten sich eigentlich wie Schilder. Also sie drehen sich immer in die gegengesetzte Richtung, so wie man, also dorthin, wo man gerade schaut. Und man kann so, so an die Wand hängen, oder so, also einfach, eigentlich wie Schilder. Man kann dann auch zum Beispiel Bilder machen. Und da die rein tun, noch coole Sachen, wenn man so Creeper-Bilder erwangen. Finde ich noch cool. Man kann sich die ganze, also wenn ich jetzt mal Game Mode 0 gehe, kann ich mir die auch auf den Kopf setzen. Ja, das geht nicht wie zu Rüstungszeug. Ja, macht jetzt nicht so einen grossen Unterschied, aber man kann sich das Ganze auf den Kopf setzen, da Zombie Creeper-Kopf. Wünscht man sich doch immer so schönen Creeper-Kopf. Ja. Und nachher, als letztes, wenn wir bei dem Mobhead sind, gibt es auch noch das Wither Skeleton. Okay, sollte ich Game Mode gehen. Wither Skeleton. Das ist, ja, das war geschehen. Das ist ein neuer Mob, wo ich euch jetzt gerade zeigen würde. Den kann man auch platzieren. Einfach so, wie alle anderen auch. Und eben, zum Wither Skeleton komme ich jetzt gerade. So, jetzt bin ich im Nether. Bin hier gerade aus dem Portal gekommen. Zuerst mal, haben am Anfang die Welt generiert, gerade neben dem Dschungeltempel gespawnt. Jetzt Nether-Portal, komme so raus, dann hier gerade Place spawnen. Lustig. Auf jeden Fall, es geht nicht um das. Sondern, hoppla, hoppala, hey, was ist los? Eigentlich geht es hier um Wither Skeleton. Das spawnt man im Nether, indem man einfach normales Skeleton Spawn Egg herentut. Ab und zu spawnen auch die normalen, keine Ahnung warum, auf jeden Fall, ja, sie halt eben Wither Skeletons. Ich gehe mal hier hinger zum Demonstrieren, was sie droppen. Hier sind Kohle und Knochen. Ich glaube höchstens Eich, wenn ich nicht täusche, aber ich bin nicht sicher, erzähle mal lieber kein Eich. Wenn ich nachher in Survival-Modus gehe, Game Mode No, und man dort in der Nähe ist, dann bekommt man den Wither Gift-Effekt, dass man, ja, dass man einfach nicht sieht, wie viel Leben man noch hat. Und also Moment sieht schon, aber einfach nicht so gut. Auf jeden Fall, es vergiftet ihm, das ist halt nicht so gäbig. Und normalerweise würde sie mir schon killen. Ich habe jetzt einfach vorsichtshalber habe ich mal ein bisschen Diamantrüstung angelegt, dass ich dann nicht gerade sterbe. Als nächstes komme ich zum Wither Boss, also wo eigentlich nur Wither genannt ist. Weil letztes Mal hat er halt noch keinen Namen gehabt, und alle haben einen Wither Boss genannt. Wir konnten noch nicht spawnen. Aber jetzt kann man endlich spawnen. Und zwar machen wir das so, indem man 4 Soul Sand hier tut. Das ist jetzt nicht nötig, mache ich nur als Hilfe für mich. Und dann von diesen Wither Skelet Kopf tue ich 3 her und dann habe ich den Wither. Der ist ziemlich schwer zu bekämpfen. Ist nicht unmöglich, aber wenn man im Creative Mode ist, ist es ziemlich schlecht. Jetzt ist er sich noch am Aufladen. Und sobald er sich aufgeladen hat, kann man ihn killen. Und er fährt auf mich an, fast schiessen wie, keine Ahnung, es ist Feuerbau von einem Gast oder von einem Blaze, keine Ahnung. Auf jeden Fall Feuerbau. Wenn ich Game Mode wechsle, dann greift er mich natürlich gerade an. Sieht man, und wenn ich nicht. Und ziemlich schnell, also ziemlich schnell. Also ist
ziemlich hardcore, wenn man nicht gerade volle Diamantrüstung an hat. Ja, ich kann mir hier schon in Minen graben. Ja, aber die Rüstung geht auch kaputt, darum wird man es vielleicht gleich. Ja. Okay, schnell wieder. Game More Race. So, da. Und er hält sich auch mit der Zeit, das habt ihr vielleicht gesehen. Und ich kill ihn jetzt mal, und wenn ich ihn gekillt habe, bin zeige ich euch gerade, was er so macht. Also bis gerade. Ja, jetzt ist er im Rage-Modus. Das heisst, man kann immer noch mit Schwert schlagen, aber vorher hat man noch mit Bogen und Pfeilen treffen, aber jetzt ist er immun zu Bogen und Pfeilen. Und er weicht mir hier gerade richtig geil aus. Aber wenn ich ihn jetzt kille, werdet ihr sehen, er droppt einen Nether Star. Zu was? Also für was ist man da? Ah ja, ich weiß doch, für was man nachher brauchen. Aber, das zeige ich euch gerade, für was ist man den Nether Star kann brauchen. Als nächstes haben wir den Beacon Block, wo man kann craften mit dem Nether Star, den wir vorhin gerade vom Wither haben bekommen. Den tun wir hier in die Mitte von Workbench. Tut 5 Glas oben drum, so wie ein Helm, und macht den Boden aus Obsidian. Und dann haben wir den Beacon Block. Der Beacon Block sieht so aus. Dann kann man nachher auf sein Viereck, also Quadrat, abplatzieren. Dann leuchtet der schöne Himmel auf, bis ganz auf. Wenn ich jetzt hier den Diamant rein tue und nachher auswähle, was ich will, dann habe ich nachher den Effekt, den gewünschten Effekt. Aber das wisst ihr ja auch schon. Zum nächsten Feature. Als nächstes Feature haben wir jetzt, dass man die Schweinli nicht mehr mit Weizen, sondern mit einem Rüebli an einem Steck, also beziehungsweise an einer Fischerroute, anlocken. Also nicht mit Weizen, sondern mit dem, das Carrot on a Stick, wie sie es nennen, craftet man, indem man so eine Angelroute rein tut und nachher das Rüebli, und dann bekommt man Carrot on a Stick. Das sieht ungefähr so aus. Man kann es nicht auswerfen oder so, ist eigentlich einfach eben, wie gesagt, Carrot on a Stick. Wenn man jetzt ein Schweinchen her tut und dann ein Sattu drauf tut, kann man das nicht steuern, so wie vorher, aber wenn man jetzt das Trübli auf einen Stick nimmt, dann kann man es steuern. Und was ich jetzt vergessen habe, ist, also, man muss eigentlich nicht mal viel Tasten drücken, sondern es läuft eigentlich immer einfach in die Richtung, wo man Carrot on a Stick her hat. Wenn man die Säule umbringt, bekommt man jetzt neuerdings auch der Sattel wieder zurück. Etwas, wo man schon lange hat so bekommen. Aber ihr seht hier, haben wir den Sattel wieder. Und ja, das wäre es auch mit dem gewesen. Die Färbungsmethode bei der Lederrüstung ist etwas verändert worden. Die Farbe ist jetzt intensiver als vorher. Also ist jetzt eigentlich einfach die Farbüberlagerung, also genau die gleiche Farbe. Vorher war es einfach schwache Farbe gewesen. Jetzt ist es viel stärker und ich mache mir jetzt hier mal eine ganze Rüstung aus so Sachen. Und man sieht, dass die Farbe sind viel stärker. Vorher war es relativ schwach gewesen, die Farbe. Yeah, pinke Schüli. Legen wir mal an. Das Ganze sieht überhaupt nicht lächerlich aus und sieht dann ungefähr so aus. Als letztes gibt es noch zu sagen, also jetzt in den Dörfern, die generiert werden, werden jetzt auch Rüebli und Herdöpfel automatisch mit generiert. Ja, das war es auch schon gewesen mit dem Snapshot-Update. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen rauf. Wenn ihr es schlecht gefunden habt, könnt ihr einen Daumen runtergeben. Dann wäre ich froh, wenn ihr noch schreiben könnt, warum, so in einem Kommentar. Und wenn es euch sogar sehr gut gefallen hat, dürft ihr gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.